DVD. Nein, 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 shit. Ey. Gibt's mich noch? Bin ich gelöscht? Mich gibt's nicht mehr. Ich bin offiziell kein Fußballer mehr. Ah, Karriereende. Oh Mann. Wie traurig sieht's aus? Warum hab ich denn so ein Scheißbild? 12.04. Berlin. 23.188. Guter Mann. Fuß rechts. Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, Karriereende. SC Starken, da hat's angefangen. SC Starken, Hertha BSC Jugend, Jugend, U17. Hey! U17, U19, U19, U23, U23 Profis. Profis nach Belgien. Von Belgien zu Hertha, von Hertha zu Wiesbaden, von Wiesbaden zu Dunajská Streda, von Dunajská Streda. Ich hatte nach. Warte, Marktwert. Junge! Ich war. Wann war ich da? 2019. Wie alt bin ich da? 20? Mit 20 hatte ich 700.000. Hertha und dann Wiesbaden, jo, ins Loch, 275, 350, ich habe nicht mal die Million geknackt, Junge, nicht mal die Million geknackt, wie schlecht bin ich, so ein Torgarantie, der Mann, 9 Spiele, 3 Tore schon wieder in Slowakei, was denn, Belgische Liga, 8 Spiele, 2 Tore, was denn, I know it. Mann, kein Bundesligaspiel, voll traurig, ich hätte gerne eins oder so, einfach für meine Vita, kein DFB, hier zweimal im Kader, DFB-Pokal, auch zweimal im Kader, glaube ich, Bundesliga, zweite Bundesliga, 1000 Mal Kader, einmal gespielt. Euroleague-Quali. Euroleague-Quali ist das Kurze, was ich gemacht habe. Und U19 EM. Mehr habe ich nicht gerissen. Nein, nein. Ich bin stolz. Gelbe Karten. Junge, ich habe noch nie gelbe Karten und sowas gesammelt, ne? Region Nordost, 2 gelbe. In Belgien, in 8 Spielen hatte ich 5 gelbe Karten. Ich war einfach gelb gesperrt. Ich kam im Winter, nach 6 Spielen war ich gelb gesperrt. Obwohl ich niemals eine Folge gemacht habe. Diese Saison, ich schwöre, das war so unfair von uns. 20 Spiele, 8 Tore, 9 Vorlagen. Mann, U19, ich schwöre, U19 ist so Kinder. Ja, das hat so Spaß gemacht. 20 Spiele, 8 Tore, 9 Vorlagen als Sechser. Wir waren so unfair. Mit Arno und so. So eine gecheatete Mannschaft hatten wir. Regio Nordost, ganz, ganz undankbare Liga. Ganz, ganz undankbare Liga. 7, ein Tor, eine Vorlage. 20, 3 Tore, 2 Vorlagen. 14, 1-1. Die hätte ich noch nie so schlimme Stats gesehen, ne? Gelb immer nur wegen Foul, dann merke ich, foul eigentlich nie, wirklich nie. So, wie weit hat ich Willi gucke, was soll ich jetzt hier sehen? Boah, bei ihm steht Portugal, wie cool sieht das denn aus? Hajduk Nürnberg. Kakusi Brate. Zu Nürnberg, 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 Nürnberg zu Stuttgart 2, Stuttgart 2, zu Sonnenhof Groß-Asbach. Groß-Asbach zu Streda, Streda zu Waldhof Mannheim. Hat Willi schon mal ein Tor gemacht bei Profis? Ich weiß gar nicht. Württemberg-Pokal. 3 Spiele, 2 Tore, was denn? Der hat schon 20 Spiele gemacht in der dritten. Hilfe. Gehst du Willi mal zugucken? Ja klar. When we have time. 5 Länderspiele. Wo steht es? Wir haben bestimmt eins zusammen. U16. Ne, U16 war ich nicht. Wo sieht man gegen wen? Ah, hier. Belgien, Russland. Ne, war ich nicht dabei. MS? Hä? Mittelstürmer? Was ist denn das? Fast gleiche Spielanzahl, weil wir gleich alt sind. Elias Nährlich, mein Gott, ja, hier. Aktueller Verein Wacker Langwitz, jo. A-Nationalspieler, null. Frech, dass der überhaupt da eingetragen ist, ich schwöre. 22 Spiele, ein Tor. Ah, hier kann man sehen, welche Position er war. Warte, warum steht's hier nicht? Oh Mann, es geht nur bei höheren Ligen. Ihr wollt mir erzählen, der Mann war Zehner in der Brandenburg-Liga mit 22 Spielen und einem Tor und keine Vorlage. Er war so magisch, ich hab so die Strippen gezogen im Mittelfeld. Small, er macht keinen Impact ins Spiel. Er hat nichts gebracht. Oben steht es. Mittelfeld, offensiv. Er war wirklich offensives Mittelfeld. Defensiv ist ein zentrales Mittelfeld. Was? Wie schlecht ist er? Er ist einfach nur rumgelaufen. Digga, wie schlecht. Mach eine Story. Nein. Okay, doch. Ich will den Mann ärgern. Eli, wir sind gerade auf deinem Transfermarktprofil. Ist ja alles schön und gut. Dann sehe ich da offensives Mittelfeld, defensives zentrales Mittelfeld. Okay. Brandenburg-Liga, 22 Spiele, ein Tor, 0 Vorlagen. Ich habe die Strippen gezogen im Mittelfeld, ihr wisst gar nicht, ich war so ein magischer Spieler. Du hast einfach nichts gebracht für dein Team, nichts. Quatschkopf. Ein Tor. So ein Quatschkopf. Danny, 9 Mille. Der war auch schon auf 10, oder? Der Jordan, ne? Einfach mein Mann. Was? Mein Kumpel. Geburtsort Chemnitz. Deutsch, 1,91, langer Lachs. Olympische Spiele. So cool. Ich meinte zu Jordan, er soll sich die Olympischen Ringe tätowieren. Mies cool. Hätte ich gewonnen, dann ja. Ich sag, Digga, du warst bei Olympischen Spielen. Das ist krank. Dabei sein ist alles, ist das Motto von Olympischen Spielen. Guck. Motto. Schneller, höher, stärker. Ja.
Auf jeden Fall ist es cool, dass man bei Olympischen Spielen war, Digga. Ich schwöre krass. Dennoch in Tokio. Voll exotisch. 66 Bundesligaspiele hat der Mann schon. Junge. Da ist er in Nigeria. Steht bei ihm drin. Er war bei 13 Millionen schon, ne? Auch in der Regio 45 mal aufgelaufen, Alter. So eine undankbare Liga. Der hat U19 gar nicht so viel gezockt, weil er dann hoch war in der U23, hat er schon gespielt, so wie ich. Und dann, klack, Bundesliga. Und am Anfang, als er noch junger Profi war, wo er nicht so viel gespielt hat, da hat er dann immer in der Regio Spielpraxis gesammelt, deswegen hat er 45 Spiele. Mittlerweile Europa League 3 Spiele. Da war er noch jung, das weiß ich noch. Gegen Östersund, irgendwie so. So ein Herr Tana. Digga, seit 2006 ist er da, Leute. Seit 2006, 15 Jahre. Der Mann ist gerade mal 23. Der ist 15 Jahre bei Hertha. Ein Titan. Nazio, warum hat er immer Nummer 15? Olympia 3 Spiele, U18, 2, U19, 6, U20, 8, U21, 4. Nadar El-Jindawi. Er hat schon 2 Tore in 3 Spielen. Haben die gewonnen heute? Hatten die heute ein Spiel? Oder gestern? Gestern. 1-1 oder so. Ich weiß nicht mehr. Welcher Palästinenser ist er? Er ist so verwuselt. Hilfe. TB zu Cottbus. Ich kann ihn noch, als er bei TB war. Aber auch, war auch ein Bolzplatzmann. 2-0 gewonnen. Ach stimmt. Karkbord getroffen. Ich kenne ja auch vom BRK viele Spieler. Cottbus U19. Dann zu Chemnitz. Von Chemnitz zu Babelsberg, 4. Liga. Dann zu Greuther für 2, wollte da Profi werden, dann Düsseldorf 2, Düsseldorf 2 zu BRK. Und hier war mit seiner Verletzung, ne? In der Zeit. Bilzal-OP und den ganzen Kack, Mann. Digga, na der, er hat ja schon gesagt, er hat Profivertrag-Angebote. Weiß nicht, was es heißt, 3., 2. Liga vielleicht? Kann ich mir vorstellen. Aber er könnte safe oben spielen, Mann. Leistungsdaten, 3 Spiele, 2 Tore, eine Vorlage. Pokal, Regio Nordost, 12-4. Schade, dass er nicht bei Hertha oder sowas. 96er ist er. Warum ist er nicht bei Hertha? Kleiner als Eli, wie groß ist er? 1,72. Lul. 2. Liga ist Profi, 3. Liga ist auch Profi. Er hat noch einen gesagt. Achso, Michael. Michael Carina. Er möchte in Berlin bleiben, ich weiß. Michael auch Hertha-Legende. 2013? Nein. Der war nicht nur 3 Jahre. Er kam 8 oder so zu Hertha, glaube ich. Dann zu HSV gewechselt. In die U23. Und dann Knie. Immer dieses Knie. Michael hat Knorpelschaden gehabt jetzt letztens. Aber hier sind gar keine Stats von Hertha. Ah, doch hier. 25-4-10. So ein guter Vorlagengeber, aber immer. Wie soll aufhören, wenn ich sein Knie? Die habe ich 5 Jahre oder so zusammengespielt bei Hertha. Achso, Marlon. Marlon war nicht viel. War bis jetzt nur bei Hertha. Hannover, stimmt. Wilmersdorf, Hertha, bis zu 19. Dann zu Hannover gewechselt. Oder Wildschaft, hat auch mit den Profis mittrainiert. Jetzt von der 2. wieder zu Hertha. In die 2. und telefoniert, ja, und trainiert auch bei den Profis jetzt mit und hat jetzt gegen Liverpool und sowas gespielt. 6er, das ist Quatsch. 6er ist Quatsch. Eli, sorry. Oh. Ich sehe schon das Punkt. Genauso viel gebracht wie du bei Hertha und Wiesbaden. Er hat nichts bei Wacker Langwitz gebracht. Ich denke mal, das ist schwieriger. Noch eine Story. Oh. Friede der Motor der Mannschaft gewesen. Ich spiele mir Pokal 0, Bundesliga 0. Motor. Dabei sein ist alles. Yeah.